Willkommen zurück zu Let's Play Sekiro Shadow Die Twice. Wir sind genau da, wo wir letzte Episode aufgehört haben, außer dass ich meinen Controller nicht benutzen kann. Doch, jetzt geht's. Wir rennen mal mit der Lady Butterfly. Ashina Sake. Okay. So, wo ist der Kuro? Da. Servus. Ich hab das Schwert der Unsterblichen. Es kann töten, die auch nicht sterben können. A false dragon heritage. Göttliche Kinder? Ja. Only one survived. ただ一人にございます。竜院は、やはり人のありようをゆがめてしまうか。武士たち、なさねばな。御意。戦況に至るための高圧メモ、狼よ。 Keep up the good. So, jetzt müssen wir die Blume finden. Oh, so da, Sonata. Hoi, nani yara. Kikuzu no yo, soshite. Oh, Sonata. Tada, ano kaori. Dou shita? Ano kaori. Kaida? Osoraku. So, Ema dono ga mukashi. 城の裏手に桜の木それが関係あるやもし。うん、リアフテカスル。だ、ソクシエーション。ソクシーノバス。お主、城。はい、春です。晴れてし。枝を倒、花。どこ桜の。あ、よ、パス、ダンケ。今、ちょっと、ガンス、クーツ、ツーク、ツーム、テンプル。 Weil da können wir eine Sidequest jetzt abschließen, weil wir das Schwert der Unsterblichen haben. Oder das, was auch die Unsterblichen kaputt macht. Zuerst gehen wir eher mal in Sake, weil dann Sake eher nicht nein. Ciao. Ciao. Er erzählt uns nur ein bisschen über sein scheiß Leben. Mir interessiert es eigentlich gar nicht, was er da sagt, bla bla bla. さっきもらう。いや、じゃあ、それ。何言う。飲まれ。飲酒。摂取。ではな、まあ。 Der deckt nur Geld. Ah, ja, er hat halt einfach über sein erbärmliches Leben. So. Wir gehen wieder zu unserem Sparing-Partner. Hallo! Fushigiri da. Nanto. Makoto ni atta ka. Naraba. Soko mo to yo. Fushigiri de. Shouchi shita kataji. Soko mo to no ude naraba. No? Sekijou dono ni mo tsugi ni Soko mo to ga kuru made ni. So, er ist ja unsterblich, unser Sparing-Partner, aber... Jetzt kann man ihn endlich mit einem Immortal Blade umbringen. Jetzt rasten wir da einmal. Ich meine, ich weiß, ziemlich unspektakulär und kalt, wie die Quest jetzt überspült. Normalerweise hätte ich mit dem noch ein bisschen kämpfen können und so weiter und so fort. Aber jetzt ist er bereit zum Leben in der Nachwelt. Ah,
承知。さあ、やれい。Ja, dann bringen wir ihn halt um. Und natürlich war auch so ein scheiß Viech in ihm drinnen. Farewell. Ich weiß nicht, was wir jetzt für einen Gegenstand kriegen. Hidden Tooth wieder. Okay. So wie zwei Hidden Tooths, oder wie? To die is often. Wir sterben da einfach. Es macht momentan noch nicht viel Sinn. Später gibt es dann einen Feind, der kann uns das Leben mit einem Hit wegnehmen und da ist man ziemlich lang gelähmt und so weiter. Und da kann man sich, glaube ich, für das ist das, ist aber jetzt nicht so wichtig. Passt, wir reisen. Antichamber. Antichamber. Gibt's ein gutes Spiel, was erbärmlich war in dem. Ah, okay. Wir sind wieder im Castle. Und springen jetzt einmal da oben in der Haupthalle. Was anderes auch? Aha, jetzt hat er getroffen sogar mal. Komm! Komm, mach deinen Scheiß! Jetzt! Jetzt, komm noch. Wollte ein bisschen anders handeln, aber bitte. Ah, da geht's, da macht man wieder den Haupteingang eigentlich auf, aber bringt ja gar nichts in der Runde. Ah, da gibt's eine Kiste, die habe ich ganz übersehen. Da haben wir den oberen General. Die Winegrass, okay. Aber wir wollen ja nicht vom Frontausgang vom Schloss hinaus, sondern bei der Hintertür. Nämlich da. Gibt's auch schon wieder was Cooles zum Holen. Im ersten Playthrough ist das richtig cool. Da kriegt man viele Sachen. Wir kriegen jetzt nur mehr Starten und Zucker und so weiter. Das ist jetzt der Hinterausgang und das ist unser nächstes Ziel oder unsere nächste Reise von den drei Möglichkeiten. Da im Wasser gibt es noch zwei Fische zum Besiegen, das werden wir dann auch noch holen. Und es ruckelt gerade. Da ist ein richtig guter Gegner unten, der Mönch da mit dem Speer. Bin schon oft gestorben in den. Schauen wir mal, wie es jetzt geht. Gut. Alter, da oben schnell besiegt habe ich ihn auch noch nie gehabt. Aber bitte, es gibt
für unser erstes Mal. So, wir machen mal da das da weiter. Das ist jetzt quasi der Hinterhof vom Schloss. Rasten da und können da mal zum Friedhof gehen, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ja. Das war's mit Friedhof. Kann da jetzt, glaube ich, noch irgendwo oben hupfen. Ist da ein Lach? Ein Lach ist der. Ah, da, da muss ich oben hupfen, glaube ich. Ja, da ist ein Loch im Dach. Das wollte ich haben. Da gibt's einen Händler. Der hat einen ziemlich coolen passiven Skill, aber den hat er jetzt natürlich nicht. Ich glaube, Iron Fortress unbedingt kaufen. Na, das ist natürlich der Umbrella, aber das da, Anti-Air Deathblow Text, das ist gut. Kaufen. Und mehr hat er eh nicht mehr. Wie viel habe ich? 29. Und 1. Wir können den da jetzt noch ein bisschen. Ja, da zucken sie jetzt alle durch. Und die Brücke gibt es noch immer nicht. Da drüben geht es in Sankwelle rein, wo uns die Schlange verfolgt hat in einer von den ersten drei Episoden, glaube ich. Der wird später wieder aufgebaut, der Brücke, was ich ziemlich cool finde. Weil da drüben gibt es dann einen optionalen, ziemlich starken Gegner. Aber mehr verrate ich nicht. So! Das war's eigentlich da hinten am Friedhof mit den Gegnern. Na, mit Gegnern war es ja schon lange nicht anscheinend. Alter, der bringt mich da ganz normal um, Alter, wie peinlich. Mit seiner scheiß Passive. Die Gegner haben übrigens, glaube ich, die Möglichkeit, dass das Dings droppen. Aber in dem Fall nicht. Die letzte Zutat, was nichts macht, wir gehen ganz genau in die Richtung eigentlich, wo man die Zutat findet. Acquire Skills, was macht man da schon? Jetzt machen wir den ersten fertig mit Air Combat Arts. Das heißt, ich kann jetzt quasi, glaube ich, Ichimonchi in der Luft machen. Was gar nicht so unlustig ist. Ich muss mich da nochmal heilen.
Weil da, wo ich jetzt hingehe, da will ich eigentlich gut ankommen und nicht so halbert. Deathblow! Komm, Schlag! Immer geht's nicht, das mit Double Backstep. Nicht genug Salz. Ich bringe zuerst den um, weil der ist ein bisschen lästig. Da ist noch ein Gunner, da ist auch noch ein Gunner. So, jetzt wird's ganz interessant, weil ich kann da in den See springen. Noch bevor wir in den See springen, machen wir was, nämlich ihr wisst genau, was das bedeutet. Wenn ich Agent nehme und die Weinkonfetti. Ah, ich bin so dumm, ich kann noch nicht tauchen. Ah, ich bin so dumm. Da unten, siehst du das? Das ist ein Headless. Aber da kommen wir erst später, aber ich bin so dumm. Das ist jetzt halt meine zwei geilen Items da verschwendet. Ich brauch Gegner, damit ich mir die Weinkonfetti irgendwo anbringen kann. Das waren 300 Gold, um Gottes Willen. So, wir gehen da oben in das wunderschöne Tal. Ja. Ein Zwischenboss-Gegner? Naja, okay, das war's mit meinem Effekt. Amiibo Balloon of Spirit. Na, da ist niemand. So! Great Serpent Shrine. Great Serpent ist natürlich die Schlange. So, wir schießen uns da um, holen das, was da drinnen ist. Aalleber. Ja, das ist jetzt die Sunken Valley Passage, was wir jetzt betreten. Eigentlich noch 18 Minuten haben wir es geschafft. Den Headless werden wir nachher natürlich besiegen. Weiter auf ich brauche ich momentan noch nicht. Da komme ich aber nämlich auch erst mit Tauchen weiter. Deswegen bringt es nicht. Wir gehen in die Richtung. Wir haben da noch einen Schrein nämlich. Sculpture Island. Under Shrine Valley. Und machen wir uns in die Richtung weiter auf. Wer weiß, was uns da erwartet. Was erwartet? Was erwartet? Ach so, was erwartet?
Also wie sie sechs. Die Welt von Sekiro ist riesig. Ah, es muss jetzt auf oder unten. Gehen wir mal unten. Alter, schaut, wie das Gift da aufgeht. Ein Treffer, ha, und man ist halb vergiftet. Nein, ich hätte doch auf ihn müssen, aber wurscht. Das ist jetzt Steinchen. Wurscht, wir können da mal weitergehen, aber da auf ihn hätte ich auch noch unbedingt, nämlich. Wir sparen uns da ein bisschen eine Kämpferei. Denn der Fels war. Das ist nämlich der Bazooka-Heini und das. Nämlich gut. Aber ich hab eine coole Idee, wir machen. Ja, Kompetenz! Im ersten Playthrough hat mir der ganz schön viel Geduld gekostet. Da ist jetzt nur so einer. The Gunford was even more formidable than you. So nein. You were reckless, bla 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 bla. So, wir gehen eins zurück, Sunken Valley, an der Shrine Valley. Wir gehen da weiter. Bist du deppert, ist das gemein. Deathblow hätte ich schon gerne einen Kopf. Okay, da auf muss ich sowieso. Für was ich noch Geld einsammle in dem Spiel, das ist die nächste depperte Frage. Das ist echt einmal Kanonenfutter, glaube ich. Da wollte ich her. Aber da gibt es eigentlich gar nichts Gescheites zum Suchen. Oder holen. Glaube ich. Also, dass man den Talausgang. Schaut, wie schön die Bergwelt von Japan ist. Ob es das wirklich in Japan gibt. Ich glaube, da, das war's da, da ist Sackgasse, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Wenn ich mich nicht irre, und ich irre mich nie. Er hat das immer gesagt, in der Braut des Prinzen, der Typ mit die sechs Finger. Oder da, da habe ich sowieso hin müssen. Da oben, genau. Da entlang. Dann die Wand umarmen. Schneller, 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 schneller. Ups, zu schnell. Ja? Maa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 a
Genau, schau. Jetzt bin ich vergiftet, Anna. Schneller, schneller, schneller. Aber das bringt bei Tempo auch nichts an. So, da haben wir jetzt wieder rasten. Hat sich gar nichts gebracht, ganz genau. Wurscht. Da muss man sich ein bisschen beeilen, weil da wird was uns abgeschaut von den ganzen Kenner da. Nope, machen wir nicht. Bis der Health-Balken weg ist und dann werden wir ja... Alter, habt ihr das gesehen? Unfair. Unfair! Da geben wir uns jetzt einen... Akkus-Sugar, glaube ich. Ganz langsam, vorsichtig schleichen wir uns jetzt zu der Tante da unten hin. Stehlen ihr einen Todesbalken, wenn sie nicht gerade zu uns schauen. Dat. Jetzt schaut sie nicht mehr. Ja, die restlichen müssen wir leider kämpfen. Richtet uns zu, wollte ich gerade sagen. Hey. Da hilft nicht einmal mein Hut was. Hey, richtet uns zu, bist du deppert. Oh nein, da bin ich gestorben! Bist du deppert, Alter! Okay, nochmal das Ganze. Also der Hut bringt mir gar nichts, da tun wir unsere Firecracker rein. Ich war jetzt sicher nicht drauf, wenn ich die Kamera nicht noch dran hätte, wie es mit meinem linken Daumen. Das fuckt mich schon ein bisschen an am Controller. Was genau mir anfuckt, ich kann zum Beispiel nicht nach 4 laufen und dann meine Heil-Items gleich nehmen, ohne dass ich meinen linken Daumen aus Steigerheits... meinen rechten Daumen mir aus Steigerheits... links tue. Fuckt mich natürlich voll an. Und Scheiß. Seht's aus. Die Scheiß Sniper mit dir. Wir treffen alle, sobald man stehen bleibt, treffen sie und man ist selber tot. Boah. Wir nehmen eine Pille. Wir hoffen, dass sie wieder wegschaut. Andererseits steht sie jetzt ganz anders wie sonst.
schaust du da her? Schon wieder. Keine Chance, zwei Schläge und bis hin in dem Spiel. Zu blocken ist es schwer, bist du deppert. Boah, das war mal ein. Ah, da hat der Akoshuga schon eine Karte jetzt bei dem Kampf. Passt. Jetzt brauchen wir das einmal. All die Vollidioten sind einfach nicht mehr. Sonst wisst ihr. Also, sobald es die Fauchen anfangen übrigens, kann man. Das ist so cool. Hui! Oh. Ah, man hat nicht oft die Chance in dem Spiel das zu tun. Ach schon wieder. Ich habe mit dir etwas beschossen. Ich glaube, man kann ihn nicht heilen, wenn ich so rach, glaube ich. Thank you.
Klassiker kaum. Gut, dass du noch hochladen musst. Anna war ja nicht das Problem, das war so nicht das Problem. Komm schon. Hier gibt's da Haufen nutzloses Zeugs. Passt, das war es Gunfort quasi. Wo muss ich da jetzt hin? Da oben geht's einmal. Nate. Ah. Da so farmen gehen? Ich hab keine Ahnung. Nicht, dass ich es tun müsste, aber... Ah, schade. Da bringt mein roter Staub gar nichts. Da hab ich lieber mein... Pistolen in Schild zu drinnen. Das hab ich gar nicht gesagt. Hab ich gerade gesagt, das ist gar nicht so... Und let's... Was mache ich mit 9000 Geld? Ich hab keine Ahnung. Skill. Na, hat er höher gereicht. Es schwert, es pferd, es schreddert nur so durch. Lang gewesen jetzt. Ach, eine Ruhe ist da. Ja, mit der Build Positioning ist der Kampf natürlich dann viel einfacher. Ich glaube, das ist das Gunfort Farming, was ich da jetzt gerade gemacht habe. Wollen wir nicht weiter ausführen. Das war jetzt wieder ein bisschen eine fadere Episode, muss ich sagen. Die letzten 2-3 waren eigentlich ein bisschen fad. Ah, da geht's auch noch oben. Ah, sehr gut. Wir haben da noch einen Bossgegner. Für die Episode wenigstens irgendwas. Da kann ich oberhopfen. Aber das war's, glaube ich, auch, oder? Das ist da oben, wo wir auch noch nie gehört, glaube ich. Das ist okay, finde ich in Sekiro, dass man da nicht permadeath ist. Aber wie ich da umgekommen habe, keine Ahnung. Ah, ja, wir fighten den Kampf noch. Dann war's das. Ich seh schon. Links, links, links. Block, 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 block. Wir sind gar nicht broken. Broken, 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 posture broken. Ausweichen. Broken, 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 broken. Man nicht broken eigentlich. Das passiert, wenn man blockt. Man nimmt richtig geschont. Aber wenn man pariert, also parieren, 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 parieren. Let's blow. Commands. Oh, komm
kommen wir übrigens auch nicht weiter, wenn wir nicht den Schlüssel vom. Wenn man nicht den Genichiro besiegt. Gleich wie in der letzten Folge, das mit die Afala. Kommt man auch nicht zu die Afala. Aber da wir den Genichiro am Dach vom Ashina Castle schon besiegt haben, kommen wir da weiter. Tagata. Weil wir in Gunford Shrine kicken, wir kommen vom Muro in der Bücherei. Ja, sehr gut. Jetzt frage ich mich aber trotzdem nicht mehr, wie man da oben. Nicht da hinkommt. Da oben. Wie man da aufkommt. Vollgas umsprinten. Na, da ist nichts leider. Na, keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Keine Ahnung. Gunford. Ja, passt. Ich glaube, das war es einmal für die Folge. Die nächste Folge wird interessanter. Ich verspreche es euch. Bis zum nächsten Mal, euer Steinchen.